klick, klick, klick machen die Selfies eigentlich? Bei uns machen sie knirsch, knack, knusper. Ich glaube, das wird eine tolle Verkostung. Ich wünsche euch viel Spaß und wir beginnen bei Natalia. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das geht voran. Es ist 1989. Meine Eltern und ich kommen nach Deutschland aus Polen. Wir kamen kurz vor dem Mauerfall nach Deutschland, nach Berlin-Kreuzberg, deswegen das Berliner Stadtschild. Und symbolisch für Polen war eben die Wodkaflasche und die Fahne. Und für Deutschland die Mauer und Kartoffeln, dachte ich mir. Haben die Kekse einen besonderen Geschmack? Ich frage nur schon mal für Christian. Da ist ein bisschen Vanille drin, aber ansonsten ist es, würde ich sagen, klassischer Mürbeteig. Man hat dieses Dreidimensionale, was Christian haben wollte, also es kommt ja plastisch raus. Was mir im ersten Moment auffällt, ist, ich muss schon sehr genau hingucken, um die Keksart zu finden. Mir fehlt so ein bisschen diese Backfarbe vom Keks, die man vielleicht noch mal irgendwo sehen könnte. Aha. Ich muss sagen, ich bin vom Motiv her sehr begeistert. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zur Verkostung. Das ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, eine ziemlich geile Verkostung. Ich muss nachher nicht aufs Laufband. Ich bin dankbar dafür. Ach, du hast dich die ganze Zeit drauf gefreut. Es ist ein wunderschöner Mürbeteig. Super. Er ist mürbe, er bringt alles mit. Kann man nichts besser machen oder schlechter machen. Vom Geschmack jetzt nicht wirklich aufregend, aber er hat eine sehr angenehme Note, auch die Butter schmeckt ich. Vielen lieben Vielen Dank. Danke euch. Lords und Ladies, ich präsentiere euch Lord Faisal aus dem Hause Kavusi, König der Andalen und der ersten Menschen, Brecher des Baiser, Verschütter der Sahne, Grillmeister des Biskuit, Gewinner von Westeros Next Topmodel, Sexiest Ritter Alive 1344. Der königliche Lilienkeks besteht aus folgenden Zutaten: Zitronenabrieb, Orangenabrieb, Zimt, Vanille, Kardamom, Tonkabohne und Sternanis. Vala Morghulis. Ich find's geil. Faisal, auch bei dir das Motiv eindeutig zu erkennen. Das Schöne ist, die Backfarbe von dem Keks haben wir ja schon einmal hier. Hier ist nämlich ein undekorierter Keks in dieser Lilie. Man sieht auch so ein bisschen dieses Dreidimensionale. Bei dem Ritter selber sehe ich jetzt nicht unbedingt so die einzelnen Kekse, die du verarbeitet hast, wo jetzt ein Keks darunter ist. Ich mag so dieses bisschen raue. Vielleicht beim nächsten Mal darauf achten, dass du mit der Palette möglichst in die gleiche Richtung streichst. Also dass es ein bisschen gewollter, wild aussieht. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich finde diese gespachtelte Technik, die du da unten gemacht hast und dass das so wild ist, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also herrlich umgesetzt und selten so schön den Geschmack angekündigt. Deswegen, ich breche einfach mal oben eine Stelle weg, oder? Bei dir muss man sagen, du hast ja natürlich ein paar mehr Zutaten aufgezählt, deswegen das Ganze so ein bisschen an den weihnachtlichen Aspekt angelehnt, muss ich sagen, ist wunderschön umgesetzt. Die leichte Orange, Kardamom, all das sind Aromen, die ich jetzt auch gerade herausschmecke. Von der Konsistenz her hervorragend. Es knuspert so richtig schön und ich finde, es passt auch mit den Gewürzen. Es ist halt ein sehr edler Ritter, der sich Gewürze auch schon im Mittelalter leisten konnte. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vor einem Jahr bin ich den großen Schritt mit meiner Familie gegangen und wir sind ausgewandert in die Wüste nach Dubai.
Und deswegen gibt es das Selfie. In dem Teig habe ich versucht, das Ganze wieder zu spiegeln. Habe ein bisschen Kardamom eingebaut, Zimt, Vanille und Orange. Wenn ich hier außen gucke, habe ich hier einen sehr sauberen Rand. Ich kann aber dahinter auch noch den Keks sehen. Das fällt bei dir halt auf. Du hast das Ganze umrandet. Das ist eine klassische Technik, sehr gut umgesetzt. Danke. Und Highlights sind in allererster Linie die Eiweißspritzglasur. Sie glänzt richtig schön. Das heißt, es hat wunderbar funktioniert. Sie ist nicht abgestorben. Also handwerklich gesehen kann man das, glaube ich, nicht besser machen. Der Teig ist schön mürbe. Er hat eine wunderschöne Aromatik. Der Kardamom ist auf jeden Fall zu schmecken. Hervorragend. Rundum ein gut gelungenes Werk. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das nächste Selfie kommt von Detlef. Vielen Dank für diesen Ohrwurm. Also, wie man hoffentlich erkennen kann, sollen das die No Angels sein, Jessica, Nadia, Sandy und Lucy, also die aktuelle Formation. Vor mittlerweile etwas mehr als 20 Jahren durfte ich die Mädels choreografieren und bin dadurch selbst so ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen. Das heißt, da waren dann die ersten Selfies angesagt. Insofern fand ich die Verbindung irgendwie ganz gut. Was ist denn im Keksteil drin? Ach so, Entschuldigung. Ich habe mich klassisch auf Vanille konzentriert. Und jetzt keine exotischen Experimente gemacht. Bei der schwarzen Eiweißspritzglasur sieht man, da stimmt die Struktur. Da kann man sehen, wo du lang gespritzt hast, bei der blonden Frisur auch. Und hier verschwimmt es jetzt so ein bisschen beim roten. Also darauf achten, dass die Konsistenzen trotzdem immer noch gleich sind. Ja. Auch bei dir, ich kann jetzt nicht wirklich von außen, weil du hast mir war das nicht klar. Ich dachte, ich wäre total cool, weil ich jeden Keks unsichtbar gemacht habe. Also das Gute ist, es ist sehr sauber gearbeitet. Das sieht man daran. Aber es ist so sauber gearbeitet, dass man wirklich nirgendwo einen Keks sieht. Ja. Hier bei dir im Gesicht sind so ein paar kleine Stellen. Ich glaube, das kommt vom Kleber. Und welche Sterne dürfen wir jetzt? Da habe ich für euch zwei große Sterne vorbereitet. Diesen hier und den zweiten. Ach, guck mal. Super, nicht? Tipptopp. Sehr schön gebacken, eine schöne gerade Kante. Spricht eigentlich schon optisch für einen sehr gut gearbeiteten Teig. Mhm. Ja, was soll man sagen? Es ist wirklich ein wunderschöner Butterkeks. Konsistenz stimmt, Backfarbe stimmt. Es ist ein Tick fester von der Struktur, aber so, dass man ihn noch gut kauen kann. Vielen Dank. Dankeschön, danke euch. Dass ich lange Zeit in Japan gelebt habe, weiß eigentlich keiner so richtig. Ich habe dort als Model gearbeitet und mir vor allen Dingen, ehrlich gesagt, das erste Geld verdient, um dann später mein Schauspielstudium zu finanzieren. Ich habe das Land sehr lieben gelernt und das Essen auch. Und ja, Jenny in Japan. Man kann das Motiv sofort erkennen. Man kriegt auch sofort Japan unter, alleine durch diese Kirschblüten, durch den Fisch und das Sushi logischerweise. Du hast dich auch für eine mehr Comic-Variante entschieden, aber die Nase fehlt. Das trägt man jetzt so. Ja, man sieht auch die unterschiedlichen Techniken hier. Einmal, glaube ich, mit Kuvertüre, genau. Diese Zweige gearbeitet. Dann diese getupften Kirschblüten gefallen mir sehr gut. Dein Koi mag ich besonders gerne, auch mit diesem Schwarz. Der ist dir, finde ich, wirklich gut gelungen. Auch da sieht man ein bisschen mehr von dem Keks. Auch die Backfarbe, die stimmt. Es gefällt mir im Großen und Ganzen sehr gut. Mein Mürbteig hat übrigens auch eher so die klassischen Inhaltsstoffe, sprich Vanille und ordentlich gute Butter. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von den ganzen Techniken. Aber auch bei dir, Highlights für mich auf jeden Fall zwei Stück. Einmal die temperierte Schokolade, sie glänzt. Also sie hat wirklich wunderschönen matten Glanz. Und dann aber auch bei dir, bei der Eiweißspritzglasur, ein ganz leichter Glanz zu erkennen. Optisch gefällt es mir sehr, sehr gut. Wobei, wenn man länger drauf guckt,
stellt man fest, vielleicht die ein oder andere Lage noch oben drauf, um noch mehr dieses Dreidimensionale hinzubekommen. Vielleicht doch den Keks oben als Nase noch drauf noch setzen beim nächsten Mal. Auch bei dir. Er ist wunderschön mürbe, er hat einen ganz leichten Crunch dabei. Die Aromatik, du hast es ja schon angekündigt, ist eher klassisch angelehnt. Genau das ist es, es sticht jetzt nichts hervor, aber die Zitrone ist ganz leicht da. Auch bei dir ist der Mürbteig bzw. der Keks super gebacken. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Wie man sehen kann, das ist der Kilimandscharo. Ich komme aus Tansania. Der Kilimandscharo ist der heilige Berg, der eigentlich über allem steht und auch ein bisschen so schwebt. Deswegen ist er jetzt nicht direkt am Horizont. Wenn man morgens den Laden aufmacht von dem Haus da, dann laufen da die Giraffen durch den Garten. Ja, und das bin ich da vorne. Der Teig ist sehr, sehr klassisch. Ich habe eigentlich so gut wie überhaupt gar keine Gewürze noch genommen. Ich habe einfach nur ein bisschen Nuss reingetan. Das war es eigentlich und wollte das ganz klassisch halten. Ich mag dann, dass du hier angefangen hast zu tupfen mit der Eiweißspritze. So nach dem Motto, mal gucken, was ich mit diesem Material noch machen kann, wie ich das umsetzen kann, was ich im inneren Auge habe. Beim Selfie sagt man ja, dass man selber eigentlich so prominent im Vordergrund ist. Achte beim nächsten Mal tatsächlich auf die Proportion. Ja. Du hast gekämpft, definitiv. Man sieht es auch an deinem Bild. Farblich gesehen und vom Motiv her, du hast es wunderschön erklärt. Von daher freue ich mich jetzt auf den Geschmack von dem Keks. Also für die Runde, ihr habt alle leckere Kekse gebacken. Er hat den besten gebacken. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Schmeckt super. Und beim nächsten Mal dich ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Ja, ich werde das Selfie noch ein bisschen üben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.